So, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, mal wieder eure Sammlung heute am Start, die ich mir mal genauer anschaue, die ihr mir eingeschickt habt. Wir labern gar nicht lange rum, starten sofort rein. Die erste Sammlung vom Ahmed. Ja, sehr, sehr groß, muss man schon wieder mal sagen. Fällt auf, sehr, sehr umfangreich. Hat da schön vorne die geilen Nischenlüfte hingestellt. Also links, wo muss ich sagen, kenne ich gar nicht, weiß ich nicht. Dann Elysium, Kirke, ne? Der Anfassduft, es ist nicht der Salam, würde ich sagen, der Farbe nach. Es ist wahrscheinlich der Rahaba. Bin mir aber nicht ganz sicher. Aber so von der Inhaltsfarbe her, ist ein bisschen heller. Dann auch hier wieder London und Ambre Nomade, zwei echt schöne Lederdüfte. Ambre Nomade ist halt schon so ein Kracher. Haben wir noch gar nicht so oft gesehen, glaube ich, bisher. Obwohl er ja eigentlich. Ja, ultra im Hype ist, ne, immer noch. Also krass, krass. Dann hier wahrscheinlich einer, ja gut, ich sehe es nicht genau, es spiegelt ein bisschen auf dem Bild, aber einer aus der X3-UD-Reihe von MFK. Auch sehr geile Düfte, muss man echt sagen. Die gefallen mir auch extrem gut. Parker Rouge, das Eau de Parfum, Eau de Soleil Blanc, fantastischer Sommerduft, ehrlich. Bitter Peach, Lost Cherry, beides witzige Düfte, sehr geil. Ich finde nur Bitter Peach ist halt echt ein bisschen frech, der Preis. Für das, was man bekommt. Also nicht vom Duft her, sondern von der Performance und der Qualität. Ja, das schon Tom Ford-like, also zu krass. Noir Extreme, auch sehr, sehr geil. Creative, ja, Red Tobacco, auch so ein Preis-Leistungskracher. Geht ja so ein bisschen in Richtung Herod, Carlyle, Parfum Aston Martin, diese Ecke. Aber für, ja, den halben Preis gefühlt. Und grandiose Performance, also Mancera-Düfte immer extrem stark. Man muss allerdings echt so ein bisschen mit dealen können, weil viele da so ein bisschen Kopfweh von kriegen, weil die ja so durch Synthetik krass gepusht sind. Ja, also vielen auch zu viel ist. Ich denke, rechts wird der Argento sein. Theoretisch könnte es auch Lailati oder so sein, aber ich glaube, es ist der Argento tatsächlich von Sergioff. Auch den haben wir schon öfters gehabt. Ich sehe noch den einen oder anderen Creeds, Virgin Island. Nee, ist ein blauer. Boah, der blaue, welcher könnte das sein? Boah, die Portugal, Erolfa vielleicht, bin mir nicht ganz sicher. Aventus natürlich daneben, dann Acqua di Giò, der Profumo, der Originale. Ja, also verschiedene Mal. Hier die CK Schockreihe wahrscheinlich. Die kenne ich auch nicht tatsächlich. Cool Water, so ein Klassiker. Sauvage, Fahrenheit, also viele Klassiker an Designerdüften mit bei, die man echt auch, also jetzt öfter schon gesehen hat in den Sammlungen, aber die einfach gut sind. Hier Dior, sieht, nee, Dolce & Gabbana ist es, der One, ist gar nicht Dior. Ja, coole Sache, gefällt mir auch gut und vor allem sehr umfangreich, ne? Weiter geht's. So, jetzt hier der, er heißt glaube ich auch Alex, ist von Parfumo. Er macht immer viele Sharings, hat mir auch mal seine Sammlung geschickt. Und ich muss sagen, sehr, sehr ausgewählt. Ne? Also ehrlich gesagt, eigentlich nur Nischendüfte. Fast nur. Vor allem, ja, schön präsentiert, ne, in dieser Vitrine. Also das hat schon was, hat Stil. Eben unten die Klassiker von Creed, ne, Aventus. Dann hinten noch so ein Silver Mountain Board, so sieht's aus. Das andere sind Ormond Jane Düfte. Haben wir bisher noch nicht gesehen. Ich glaube, es sind Ormond Jane Düfte. Ich hoffe doch. Das habe ich mich jetzt hier sehr getäuscht. Krass, ja, haben wir auch noch nicht oft gehabt. Dann der Lord George eben. Ja, ist glaube ich einer der beliebtesten aus dieser Penhaligon's-Tierreihe. Delina. Rechts noch so ein Alien. Eben dazwischen die Fragrance du Bois. Unten sogar das X-Tray von Baccarat Rouge. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, das haben wir auch noch nicht gehabt. Vor allem unnormal teuer. Die Klassiker von Inizio Hagiwad noch mit bei unten. Also auch hier die typischen guten Nishane-Düfte. Ja, wir gehen hoch zu Sergioff. Einige aus der Stone-Label. Müsste Begum sein, Symphonium, ne? Dann, ja, die Reihenfolge hier von mir voll verkackt, aber es ist Italica und Lira noch mit bei aus den Casamoratis. Sehr, sehr schön. Naxos darf nicht fehlen. Und dann diese Boardicea de Victorious. Auch sehr teuer zum Teil. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die preislich liegen. Die gehen ja von bis. Also auch eine interessante Marke, wo ich noch nicht so viel von getestet habe. Ja, einige Roger-Düfte. Ja, sehr, sehr schön. Diverse Kilians.
Und oben, ja, wir haben hier einen Anfassduft, ne? Irgendwie zur Zeit, jetzt kommen die so langsam. Ganz krass, also erst überhaupt nichts gehabt. Jetzt wieder alle Anfassdüfte hier. Ombre Nomade noch, Raven's Tonka wahrscheinlich von Montal. Und ganz links ein Guerlain-Duft, ich erkenne nicht welcher tatsächlich. Und ganz rechts der Tuxedo. Ja, die Rahmen hier was Neues ein. Und zwar die exklusive Reihe von Bulgari. Ich weiß jetzt nicht, welche er hier hat. Ich könnte mir vorstellen, eins ist der Tiger. Der ist ja mal sehr beliebt. Das ist auch so ein schöner, frischer Grapefruit-Duft. Sehr, sehr gut gemacht. Aber die sind brutal teuer. Die kosten um die 300 Euro. Das ist schon ordentlich. Und was darf nicht fehlen? Parfums de Mali. Also hier halt eine sehr exklusive Sammlung. Und das Ganze, so wie es aussieht, ne, er finanziert sich da einfach immer viel durch Sharings. Also, so kann man es auf jeden Fall auch machen. Sehr, sehr geil. Und vor allem, wie gesagt, super nischig, super spannend. Gefällt mir auch gut. Dann der Ali Khan. Also, ich glaube, das ist auch sein Name. Steht auch im Instagram. Hat mir auch seine Sammlung geschickt. Auch wieder sehr. Upsala. Hier die Technik, ne? Uiuiui, wieder recht nischig eigentlich. Tatsächlich oben noch die Louis Box, sehr, sehr schön. Und die Naxos Box. Ja, also was Neues, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir ihn schon hatten, den Layu Kavam von Esrasasi, glaube ich. Ist ja so Tusken-Leather-mäßig. Rechts daneben kenne ich auch, ist auch ein, ich glaube, ein Klon von irgendwas. Kann es aber nicht genau sagen. Aber kommt mir bekannt vor, habe ich schon mal irgendwo gerochen, gesehen. Das andere ist noch ein Amarv-Duft. Ich weiß aber auch nicht, welcher tatsächlich. Ja gut, es sind mehrere Amarv-Düfte. Oh, aber frag mich nicht nach denen, hey. Keine Ahnung. Also, der Zebra-Duft ist, glaube ich, auch von Rasasi, so viel ich weiß. Dann Chagaf-Oud im goldglänzenden Flakon. Swiss Arabian geht ja so Richtung Oud Save the King, Oud Bouquet. So diese Ecke ist der Duft angesiedelt. Also, für mich ein Knaller, preis-leistungstechnisch, Wahnsinn, gigantische Performance, also und riecht auch super gut. Muss man sich mal anschauen, gerade so für den Winter ist der toll. Auch den rechten, ich habe schon gesehen, aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so, glaube ich, so die cheapie, also nicht um die cheapie Ecke, aber die Preis-Leistungskracher-Regalreihe, sage ich jetzt mal. Da hat er die so ein bisschen abgegrenzt von. Dann gehen wir runter, was von Dua Fragrances, klar, Money, Strong With You, auch super bekannt, super gut. Dior natürlich, Sauvage, Eros, die Klassiker. Und jetzt kommen ein paar neue Sachen, ne? Der, also Naxos logisch, ne? Aber Orange Flamingo hatten wir, glaube ich, auch noch nicht von Marc Gebauer. Generell die Düfte bisher selten gesehen. Ist das wahrscheinlich der Red Vetiver von Montal? Bin ich mir aber nicht sicher. Aber könnte es sein. Ist auch recht beliebt, ziemlich gut. Habe ich als 10er-Meller. Dann Oud-Wood, Klassiker. Wirklich fantastische DNA, aber irgendwie, oh, ich weiß nicht, der Duft bräuchte mehr Power. So schade. Also bei mir ist der nicht so geil auf der Haut. Kirke und dann auch wieder hier ein Baccarat Rouge Extrait sogar. Wahnsinn. Also hat er tief in die Tasche gegriffen. Sehr geil. Und was auch was geil ist, den Tiger Darkside. Habe ich erst vor kurzem getestet. Mal gerochen. Ey, Wahnsinn. Der Anfang ist so. Boah, der ist echt ein bisschen überfordernd. Richtig, ich finde ihn recht moschuslastigen Anfang. Sehr, sehr, ja, düster. Ein bisschen alkoholisch, ein bisschen ledrig, ein bisschen würzig. Irgendwie so alles. Also richtig krass. Und links daneben Black Afghano. Was ja auch so ein fast schon sirupartiger Duft ist, weil er so süß ist. Echt krass. Und Ombre Nomade. Ja. Sehr, sehr schön. Also. Darf natürlich nicht fehlen. Mega Louis-Duft, keine Frage, der ist echt genial. Der nächste, der David. Natürlich auch seine Sammlung geschickt. Auch die fand ich wieder super spannend, denn ich habe vorne einen Bianchi-Duft entdeckt. Und vielleicht wisst ihr es, ich feiere die Marke eigentlich ziemlich sehr. Also ziemlich stark, weil die, heute habe ich tausend Versprecher, ey. Echt sehr, sehr krasses, sehr experimentell und ultra-animalische Düfte macht. Aber halt, ja, ich sag mal auf. Im legalen Bereich, ne, so kann man es vielleicht nennen. Auch Lost in Heaven ist Wahnsinn. Also das ist echt so ein brutales Ding. Strotzt vor Animalik. Riecht ein bisschen schweißig und alles Mögliche. Also der ist schon heftig. Der ist wirklich extrem heftig. Aber wie gesagt, interessantes Ding. Dann haben wir noch die schönen Gesellschafts. Alexandria 3 und 2. Geil.
Der Dreier steht bei mir echt so langsam auch auf der Liste. So Richtung Frühling könnte ich mir den gut vorstellen nächstes Jahr. Also auch ein mega Duft. Und ich finde ihn mittlerweile besser als den Zweier. Puh, ach, wer hätte das gedacht? Weil er einfach so ein bisschen leichter, ein bisschen frischer ist. Nicht so, oh, so schwer. Aber gut. Rechts davon Fila MFKs, hier der Oud, Settenmut, ja. Eau de Parfum. François, Baccarat Rouge, die Mali, Slayton exklusiv, normaler, Pegasus. Darf nicht fehlen, aber ganz im Ernst sind halt einfach auch Top-Düfte. Oben sehe ich noch den Moustache, der geht ja so Richtung Tuxedo, YSL Tuxedo. Diese Ecke ist ein guter Klon davon für einen Bruchteil vom Geld und ganz im Ernst, die performen ungefähr gleich. Ansonsten, ja, Coolwater. Also ich sag mal, die altbekannten Designer. Ich muss ehrlich sagen, neben dem Bianchi links davon, den kenne ich gar nicht. Die Marke weiß ich nicht, mit diesem Siegel, Wachsiegel drauf. Musst du mich nochmal aufklären. Ansonsten noch ein guter Zara-Duft hier hinten. Elysium, wahrscheinlich Side-Effekt von Initio links unten. Molecule kann man immer nehmen zum Layern. Noch mehr MFKs. Wir haben Another 13 von Le Labo. Le Labo hatten wir, glaube ich, auch noch nicht bisher. Kenne ich gar nicht den. Ich bin nicht gerochen, der Dreamer noch vorne dran. Ach, hinten sehe ich noch einen Ganymede neben dem fucking Fabulous. Auch cool, sehr geil. Also ist auch so ein echt ein krasser Favorit geworden dieses Jahr bei mir. Mega Duft. Aber so das rausstechendste finde ich sind die ganzen Attars, die er hier hat. Also in diesen kleinen, ja, wie soll ich sagen, diesen spitzenförmigen Deckelchen. Ja, hat er einige hier am Start. Das haben wir auch noch nicht so gesehen in dem Umfang. Und ja, das ist meistens dann immer oftmals sehr orientalisch angehaucht, das Ganze. Also interessant, interessant. Das sticht hier sehr, sehr stark raus. Aber auch wieder super cool präsentiert alles, ne? Danke an dich auf jeden Fall. Jo, jetzt noch zum Paul. Auch hier wieder ein paar bekannte Vertreter. Naxos sehe ich wieder. Dann. Boah, ich weiß nicht, ob links der andere Zephyro oder Renaissance ist. Einer von beiden wahrscheinlich. In der Mitte ist ein Uden Overdose. So wie es aussieht. Auch ein interessanter Duft. Er ist so frisch zimtig. Ein frischer Zimtduft. Irgendwie hat es was. Also das ist ganz speziell. Ziemlich cooles Ding. Sonst die, ja, ich sag mal, die klassischen Designer, ne? Also wirklich. Die sieht man überall. Die hat, glaube ich, jeder mal gehabt oder hat sie noch. Also wirklich, also bei mir genau das Gleiche. Von dem her, ich darf absolut relaten hier. Aber hier ein paar mehr Creed-Düfte, Millicent Imperial, Viking, Green Irish Tweed. Hier vorne noch ein ATH-Duft. Hatten wir bisher auch nicht viele oder ich glaube sogar keinen. Krass. Dann, ja, ein paar gute Tom Fords, Lost Cherry. Müsste auch der Eau de Soleil Blanc sein. Wahrscheinlich ein Oud Wood noch daneben. Baccarat Rouge. Und ich überlege, was das ganz rechts ist, ne? Neben dem Acqua di Gio. Ich komme nicht drauf. Ich kann es nicht sagen. Ich erkenne es nicht. Aber ansonsten auch hier wieder eine schöne Sammlung, was hier auffällt, Creed-lastig, ne? Wir haben hier viele Creed-Düfte, die ein bisschen rausstechen. Das ist auch mal so. Hatten wir bisher noch nicht so oft. Ja. Und einige Amouage, ne? Hinten noch Sunshine. Was ist das andere? Interlude, glaube ich, man. Ja, doch, sehr, sehr schön und auch wieder echt groß. Also diesmal waren echt große Sammlungen am Start bisher. Und ziemlich nischig vor allem die meisten. Gut, zur letzten. Ja, soviel zum Aufruf an die Mädels. Auf jeden Fall habe ich von der Nicola noch ein Bild bekommen. Auch hier wieder sehr, sehr schön. Ich muss sagen, ganz im Ernst, da würde ich auch voll viel selber, beziehungsweise habe ich voll viel, was ich auch selber trage. Also dementsprechend. Sehr, sehr geil. Ich sehe ganz rechts, der Celine ist der Black Tie, schätze ich mal. Also ich schätze mal, weil das ist so der beliebteste und der beste. Und der steht bei mir auch schon ewig auf der Liste. Ist auch so ein wunderschöner, leicht ledriger, sanfter Lederduft. So hätte ich es in Erinnerung. Ansonsten, dann haben wir noch von Santal komplett, sage ich schon, Fragrance du Bois. Ein Öl müsste das sogar sein. So ganz versteckt neben dem Sunshine Woman von Amouage. Auch der ist mega. Den will ich mir auch einfach mal holen. Hinten, krasse Auswahl hier an der Lade La Matière-Reihe von Guerlain, die ganzen guten Vertreter, Quebeluga, Tonka Imperial und so weiter am Start. Velvet Tonka, also ich merke schon, Vanille, Tonka-Bohne, das ist absolut dein Ding. Also das fällt überhaupt nicht auf.
Aber was krass ist, hinten noch einer von den Le Royale, wie auch immer, von Creed. Ich weiß es nicht, ist es der Wooden Spices? Vielleicht. Auch das sind krasse Flakons, ne? Ich glaube, das ist ja echt irgendwie platt Gold bestrichen, diese Elemente darauf. Also sehr, sehr krass. Dann ganz geil, Amber Star und Star Mask. Naxos, Cento Overdose, sage ich immer, riecht wie die Blumenabteilung oder die Gartenabteilung im Baumarkt. Quasi. Hinten haben wir noch ein Virgin Island Water von Creed. Ja, feiere ich auch total. Also ich finde den mega. Diese Kokosnussrum und ah, dieses Karibik-Tropen-Feeling, was der ausstrahlt. Mega Duft. Delina natürlich. Ah, Rouge Malachite ist auch so ein bisschen, so finde ich, so ein cremiger, ylang-ylang Duft halt. Bisschen Sonnencreme-Vibes, so richtig Urlaubs-Vibes kriegt man bei dem, also auch sehr, sehr schön. Und Baccarat Rouge als Extrait. Ja, ey, geniale Sammlung, ganz im Ernst, die nehme ich genauso. Beziehungsweise ich habe da auch einiges von, haben wir große Schnittmenge. Aber wie gesagt, ich glaube, dir gefällt so Tonkabohne, Vanille, alles in dieser Richtung sehr, sehr gut. Das ist ganz klar. Vielen Dank auch für deine Einsendung. Und ja. Wir sind durch. Wir haben 6 Sammlungen bewertet wieder. Also bewertet, angeschaut. Ich danke euch wieder für die Einsendungen, fürs Zuschauen, fürs Zuhören. In diesem Sinne sage ich ciao und bis zum nächsten Mal.